So Leute, weiter geht's mit Let's Play Digimon World DS. Kann sein, dass das Spiel ein bisschen leise ist. Müsste ich jetzt noch ein bisschen anpassen vielleicht. Aber ich muss aufpassen, weil ansonsten das Spiel in der Aufnahme viel zu laut ist. Und das habe ich und das will ich natürlich auch nicht so. Und es geht gleich weiter hier mit den ganzen Great Demon Lords. Sky Palace geht als nächstes raus. Einer der beschissensten Plätze, finde ich. Zu viele Kämpfe, zu verwirrend, zu beschissen, weil ich wieder zurücklaufen muss. Und zwar hat es ja am Ende keine Teleportation zurück, so wie im Hard Mountain. Finde ich ein bisschen doof, aber nichts, was man machen kann. So, jetzt muss ich Belzemon finden. Du warst falsch. Da oben musste ich lang. So. Ich muss echt aufpassen, dass ich den richtigen Weg laufe. Und ich habe keine Ahnung, welcher der richtige Weg ist. Das ist es nämlich nicht. Ich glaube, ich wusste es mal und hab's vergessen. Tja. So, Kalumon. Ja, nee, heute nicht. Nee, danke. So, laufen. Ich finde es schade, dass man hier nicht rennen kann. Hat sicher einiges vereinfacht. Man wäre dann schneller unterwegs. Ich meine, hey, es hat Rennen so an sich, dass man dann schneller unterwegs ist. Yay, Bullshit! So, ja, ganz viel Bullshit wieder mit mir, das was an Glaber kommt. Aber ich meine, das ist ja normal mit mir. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr viel Scheiße laber. Oh Gott. So, ich weiß auch schon, warum es die bösen Demon Lords sind. Es ist ganz böse, hier zu denen zu kommen. Und zwar wird man hier mit Zufallskämpfen bombardiert, wie sonst was. Und das Schlimmste ist, dass man sich auch noch den richtigen Weg suchen muss. Also zuerst lassen sie einen die ganze Zeit kämpfen und dann musst du auch noch nebenbei die ganze Zeit den richtigen Weg suchen und versuchen, nicht irgendwo falsch abzubiegen. Eieiei. So, dann wieder den nächsten. Belzemon! Ich bin überrascht, überwältigt, dass du bei deinen... ich bin überrascht über deinen Mut. Nach allem, Menschen sind einfach nur ein Haufen von Feiglingen mit großen Mündern. Ich werde dir beweisen, dass du nicht anders bist. Ja, ich möchte sehen, wie du das versuchst. Ich kann... du kannst mich nicht besiegen. Ups. Das wollte ich schon sagen. Ich kann dich nicht besiegen. Oder... Ich kann dich besiegen. Ja, Belzemon. Er ist klein. Das heißt, er geht nur auf ein Feld. Was so ein bisschen... Mir so die Stärke rausnimmt, kann man sagen. Also... Komm. Machen wir euch mal schneller. Belzemon ist jetzt ran, das ist jetzt kein Beinbruch, kann man sagen. Weil 95 Damage. 105 Damage. Ganz viel Schaden. Ganz, ganz viel. So, weißt du was? Jetzt machen wir mal das hier. Ich will wissen, wie viel Schaden dann der Dings raushaut. Der Neptunmann. Erhöht er nur die Verteidigung? So, Bloody Wave, super geiler Angriff. Okay, probieren wir es mal. Ich meine, schadet eh nicht. Und ich treffe nicht. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ja, dann halt so. Ich meine, ich kann eh die Energie raus und ich bin zäh am Ende. Und er ist wieder fast tot. Ich wollte halt ein bisschen was probieren. Und man sieht, ein Schaden. So ein normaler Angriff von uns bringt 300 Schaden. Das ist jetzt eigentlich mehr, ehrlich zu sein, mehr als ich erwartet habe. Und machst mehr Schaden. Komm jetzt, 2000er Schaden hier bitte. Ja, 2031. Es ist doch Schaden, der da kommt. 1300 kommen. Das ist nice. Easy nice. Ich habe verloren. Wie ist das passiert? Nein, das kann nicht wahr sein. Ja, ist es aber, mein Freund. Ja, yeah, ich habe Belzemon besiegt. Belzemon kannte ich sogar, weil wer kennt ihn nicht? Richtig cool, Simon. Barbamon. Was für eine Schande Belzemon doch ist. Aber du wirst, du wirst mich nicht so leicht besiegen. Ich werde dich im Lava River versenken. Oder vergraben halt. Der Lava River ist als nächstes. Los geht's. So, das ist der Vorteil. Wir sind schon am Ende und es kommt nichts mehr. Also Belzemon kennt man ja schon, es gibt
aus dem normalen System. Oh, wie hieß denn das? Jetzt muss ich überlegen, wie das hieß. Das war nicht Frontier, das war Digimon Tamers. Aus Digimon Tamers kennt man schon Belsmon, da ist ja auch schon das erste Mal vorgekommen mit Impmon, also Vorentwicklung und so weiter. Und ich fand ihn schon da ein richtig cooles Digimon. Und dann noch die, und dann auch noch die wahre Mega-Digitation von ihm, Gänsehaut pur für mich. Ich meine, wie er dann diese Flügel bekommen hat, das ist der Wahnsinn. Also ich liebe diese Stelle über alles. Ist echt cool, aber es gibt noch andere. Also für mich war Digimon wirklich der Höhepunkt meiner Kindheit. Beste Serie habe ich immer geliebt zu schauen. Gab nichts Besseres. So, und ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Und ich bin es natürlich nicht. Scheiße. Und wieder zurück. Und noch mehr Kämpfe gleich. Jetzt kommen sie dann. So, mal gucken. Ich hoffe nicht zu viele Kämpfe auf einmal. Also, oder hintereinander wohl eher. Weil das wäre ein bisschen nervig. Aber nur ein kleines bisschen. Also ich meine, im Moment hält es sich noch in Grenzen, aber ich rechne immer wieder damit. Ich habe das Gefühl, ich sollte meinen Mund halten, was diese Random-Kämpfe angeht. Weil kaum sage ich, dass es besser wird, wird es dann nicht den nächsten Kampf rein. Yay! Aber damit rechne ich schon so. Und komplett nach oben, glaube ich. Ich meine, hey, meine Digimon leveln zumindest ganz gut mit. So. Sind immer wieder ein paar Level, die sie aufsteigen. Ich meine, ihr bekommt es jetzt nicht unbedingt mit, da ich das Ganze hier rausschneide oder versuchen werde. Aber wir sind doch schon gut gestiegen, so ein paar Level. So, welche Richtung? Ich glaube hier lang. Ich glaube schon, das müsste es sein. Ah, nee, ich glaube, ich lande da oben. Dann kann ich umdrehen, weil ich lande da oben. Scheiße. Aber solange wir nicht im Sumpf sind, ist alles in Ordnung, denn ich kann mich noch daran erinnern, der war ein bisschen beschissener. Die ganzen Teleportationsdinge. Also von den zwei, die ich bis jetzt besiegt habe, kannte man einen. Belsemon. Aber da kommen noch ein paar mehr, die man aus dem Anime kennt. Ich bin wieder am ganzen Anfang. Super. Also wer nichts weiß, malt einen Kreis, ich laufe ihn. Das kann doch nicht sein. So, lauf mich immer wieder zurück. So, aber ich will unbedingt den noch in das Video mit reinpacken. Du willst mich doch verarschen, Mensch. Muss ich lang? Ich hasse das. So, ich brauche doch sonst auch normalerweise nicht so lange, um da den Weg zu finden. Holy crap. Was ist denn los mit mir? Ich habe das Gefühl, dass ich einfach nur blind wäre und den richtigen Weg nicht finde. Der muss doch hier irgendwo sein. Da war ja, glaube ich, nur das eine Ding oder gar nichts. Ach, Kalumon. Nein. Ah, ich glaube, jetzt bin ich richtig. Wahrscheinlich habt ihr schon 50.000 Mal gesehen, dass ich da lang laufen muss. So, komm her. Barbamon. Aber wir sind viel schwächer als ich. Ich werde dir das jetzt beweisen. Der gleiche Müll wie die anderen. So, die Geschwindigkeit, in der ich dich platt mache, hängt davon ab, wie gut ich treffe. So, er geht über drei Felder. Ist ein großer Kerl. Fast tot. So viel stärker wie die anderen beiden wirkt er jetzt nicht. Gut, er macht ein bisschen mehr Schaden, aber ist schon, geht schon. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. 1700. Und weg ist er. So, leider gibt es hier kein... ja, ich kann nicht glauben, dass ich von einem... Menschen besiegt wurde. Leider gibt es hier keinen Teleporter, also muss ich wieder den Weg zurücklaufen. Das erspare ich euch aber. Oh nein, du hast selbst Barbamon besiegt. Du bist stärker als ich dachte. Alles klar, dann ich werde
Ja, ich werde auf den tropischen Inseln sein. Bitte komme bald. Ich werde. Ja, ich werde warten. Tropic Isles als nächstes. So, unser nächstes Ziel, Tropical Isles. Weil wir letztes Mal schon ein paar Digimon besiegt haben vor den sieben großartigen Dämonen. Wir haben Daimon besiegt, Belzemon und Barbamon. Und jetzt kommt Lilithmon. So, das Problem hier ist natürlich das gleiche wie bei den anderen auch. Und zwar, dass ich keine Ahnung habe, wie ich langlaufen muss. Yay. Ich das liebe. So, ein bisschen was weiß ich noch. Also, ein bisschen. Ist aber jetzt nicht der gesamte Weg, den ich da jetzt noch kenne. Also, ja. So, ich hoffe trotzdem, dass ich den Weg sehr schnell finde. Ist nämlich recht nervig, wenn er lange dauert. Eine Kiste. Also langsam habe ich das Gefühl, dass die Kisten anfangen zu respawnen, weil ich meine, das ist der einzige Weg hier, den ich laufen kann im Moment. Und wie hätte ich dann diese Kiste jemals übersehen sollen? Ich glaube, ich muss jetzt oben lang. Ja, ich glaube schon. Ja, müsste, glaube ich, hier lang sein. Dann. Ja. Gibt's nur diesen Weg? Und dann hier lang, hier hoch. Was glaube ich hier oben? Ich hoffe, es war hier lang. Ja, müsste aber, glaube ich, schon so sein. Sehe ich ja gleich. Ja, sehr gut. Ich wünschte, es würden alle so schnell gehen. Und ich darf wieder zurücklaufen. Wow. Hey, willkommen. Gut, dich zu sehen. Ein schmutziges Kind, like, so wie du. Ja, braucht auf jeden Fall ein bisschen Schläge. Ja, dann wirst du mich nicht besiegen. Dasselbe Bullshit wie jedes Mal. So, die zählt auch als großes, bloß, naja, als Mittel. Okay. Mittel, nicht groß. Das ist das Gleiche. Machen wir mal das da. Leomons Gesicht. Ja, es gibt da schon so ein paar Unterschiede. Heroes Sword. Crits. Und das waren 2000er Schaden da an der Seite. Hey! Yay! Also die hat ihm gerade 700 Schaden gemacht und naja, sein Leben ist halt immer noch viel. Nein, nicht Tidal Wave. Bloody Wave! Weil die eh nicht mehr viel hat. 2359 nehme ich. So, jetzt darf ich auch den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Scheiße. Ja, ich kann nicht glauben, dass du mich besiegt hast. Du bist das Schlimmste, ich hasse dich. Ja, du bist ein böses Digimon. Lilithmon besiegt. Nummer 4 war das. Sie haben alle ihren. Ja, die wurden alle in den Arsch getreten von einem Kind. Die sind nutzlos. Also, Tamer-König, komm zum Undersea Drive. Ich werde dir zeigen, was ein richtiger Dämon tun kann. So, und da habe ich natürlich lange überlegt, was der Undersea Drive ist. War für mich natürlich ein bisschen blöd. Weil es eigentlich total einfach ist, was der Undersea Drive ist. Naja, nicht einfach, aber. Ich meine, man muss eigentlich nur ein bisschen überlegen. Undersea Drive, unter Wasser, das heißt, man braucht etwas mit Wasser, wenn man. Ich meine, wenn man schon mal kein Level hat, das so heißt, dann muss es halt was anderes sein. Das ist falsch. Ich muss nach oben. Ich muss hier hoch. Und dann hier zur Seite. So, den Weg habe ich mir zumindest gemerkt. Er ist noch einfach. Noch ein Bericht von Kalumon. Den brauche ich heute nicht. Ja, komm. Gleich kommt noch ein Kampf, ey, ich sehe es schon. Nur weil man irgendwo hängen bleibt. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Und zwar muss ich hier lang. Hier hoch und dahin, da hoch. So, ich sagte hier hoch. So. Und ja, jetzt bin ich eigentlich schon wieder fast am Ende.
wenn ich jetzt nicht auch noch überall hängen bleiben würde. Und ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt. Aber hey, ich kann nichts dafür. Die haben die Bedingung gesetzt, dass man 15 Mega-Digimon braucht. Ich meine, ich kann nichts dafür, dass sich Tsurumon erst bei Level 67 in Neptunmon verwandelt. Gut, ich hätte auch Weikmon nehmen können. Aber ich wollte Neptunmon, weil Neptunmon hatte eine spezielle Anforderung, und zwar viel XP gebraucht. Viel bestimmte XP gebraucht. Und das deutet immer auf starke Digimon hin. Deswegen nehmen wir. So. Underwater Drive. Oder Undersea Drive. Überlegen, wo gibt's Wasser? Da gibt's Wasser. Da gibt's Wasser. Da nicht wirklich. Da gibt's Wasser. So, aber das ist das einzige, wo du auch unter Wasser bist. Also müssen wir Hard Mountains. Und zwar wieder denselben Weg. Und zwar diesmal bis zum Ende. Weil da wartet der Typ dann auf uns. Zum Glück kenne ich den Weg hier. Ich weiß nicht, warum ich ihn mir hier merken kann, bei allen anderen nicht. Also warum, bleibt mir ein Rätsel wahrscheinlich, aber es ist einfach einfacher. Gibt's nicht wirklich viel. Hier unter Wasser hast du eh nur diesen einen Weg. Das heißt, über Wasser musst du dir halt nur merken, wo du abbiegst und das war's. So, deswegen ist es wahrscheinlich leichter. So. So, ich wünschte bloß, es würden weniger Kämpfe kommen. Ist nämlich ein bisschen nervig mit denen. Und das Nervigste an den Kämpfen ist, dass ich sie rausschneide. Ich meine, das Nervigste ist nicht das Rausschneiden an sich, sondern dass dann halt einfach so viele Minuten vom Spiel weg sind, also vom Video, und dann ist es deutlich kürzer, als es eigentlich sein sollte. Das ist dann ein bisschen doof. So, und hier vorbei. Und ja, das ist schon mal etwas. So, ich meine, hier gibt es ja auch nicht viel. So. So, jetzt sind wir dann fast da. Nur noch hier schnell vorbei. Beziehungsweise hier jetzt nur noch schnell zum Ende laufen, dann haben wir's. So, hier jetzt noch durch. Komm schon. Lauf. So, ja, man merkt schon ein bisschen. Ich habe ein bisschen gecheatet am Emulator. Kann man ja machen. Und zwar kann man da einen Knopf festlegen, um das Ganze zu verschnellern. Habe ich genutzt zum Leveln. Sehr, sehr vorteilhaft. Willkommen, Tamer König. Wenn ich dich besiege, können wir die Kontrolle über die gesamte Digi-Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit übernehmen. Ja, es ist jetzt nicht wert, um dein Leben zu betteln. Bereite dich selbst vor. Ja, ich sehe niemanden, der für sein Leben bettelt. So, der ist riesig. Leviamon heißt er, glaube ich. Ja, genau, Leviamon. Er ist riesig. Er geht über vier Felder. Und ich glaube, von denen, die wir bisher gesehen haben, ist er der stärkste. Hält auch ein bisschen mehr aus als die anderen beiden. Aber da wollen wir mal schauen, wie viel genau. Aber das war jetzt echt wenig Schaden. Also das war jetzt von Valkyriemon echt wenig Schaden. Von Neptunmon auch. Da hätte ich mir schon mehr erwartet. Was sagst du an Schaden? 600! Eternal Sleep! Und? Na, was sag ich? Also der macht schon gut Schaden. Wirklich sehr gut Schaden. Boom! Aber leider ist er da jetzt auch weg. Der war Level 80, habe ich gerade gesehen. 80. Der war so selbst über meinem Level drüber, ey. Wow. Aber ich kann nicht glauben, dass ich besiegt wurde. Aber ich werde nie komplett sterben. Ich werde wieder auferstehen und wieder mal Terror verbreiten. Hooray, ich habe Leviamon besiegt. Das war Nummer 5. Wie inkompetent die anderen sind.
Ich wusste von Anfang an, dass sie, dass ich der Einzige bin, auf den man sich verlassen kann. Dass ich und Belfemon die Einzige sind, auf die man sich verlassen kann. Hm, komm zum Corfield. Ich werde, I can't keep you company. Ja, ich werde dir freundlich Gesellschaft leisten. Corfield als nächstes. Hooray! So. Ja, komm, hallo, hier. Ach, endlich. Eieiei. Ah, das war's dann mit dem Part. Was eigentlich recht witzig ist, weil die Rohdateien von den drei Parts, die ich bis jetzt aufgenommen habe, sind alle ungefähr 24, 25 Minuten lang. Ohne die rausgeschnittenen Kämpfe. Mal gucken, wie lang die werden, wenn ich die Kämpfe rausschneide. Wird sicher interessant. Also, ich bedanke mich aber schon mal bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschö.